Ich bin wirklich sprachlos. Dieses Team, ich liebe es mit diesen Überraschungen, wie wir zusammenhalten. Es ist einfach wundervoll. Ich bin jetzt seit fast 7 Jahren in diesem Team und es sind viele gegangen und gekommen, aber wir spielen immer als ein Team zusammen. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir ein sehr, sehr schönen Fußball gespielt, genauso wie wir uns den vorstellen. Sehr aktiv gewesen, mit Ball gegen den Ball, viele gute Aktionen gehabt. Den Ball bekommen. Ich habe gesehen, dass der Gegner auf den Ball gehen wollte. Da habe ich eine Körpertäuschung gemacht und den Ball in ein Tor gemacht. Ich wusste, dass ich ihn reinmache. Die Mannschaft hat sich das über die ganze Saison über erweitert. Wir hatten viele Verletzte am Anfang der Saison, aber zum Ende waren wieder alle fit. Wir wollen wechseln, Schiri! Wir sind über die komplette Spieldauer immer aktiv und die Jungs haben auch heute nochmal alles reingeschmissen. Ja, ich hatte auch 2 Krämpfe nochmal und war hart, aber hat sich gelohnt, ne? Es ist definitiv der richtige Meister heute gekürt worden. Besser. Ausrufezeichen und wir segnen. Die vorher getan wurde, die war hervorragend. Deshalb ist das nicht nur ein Meistertitel der jetzigen U15 und des TAFs aus der jetzigen U15, sondern da haben viele mitgewirkt an deren Entwicklung. Und deshalb muss man, glaube ich, auch diesen Kollegen ein Riesenkompliment und riesen Dank aussprechen für das, was die bisher hier für diesen Jahrgang geleistet haben. Wie geht es jetzt weiter? Wird noch ein bisschen gefeiert? Habt ihr Zeit? Nein, wir haben keine Zeit. Wir spielen nächste Woche Dienstag, glaube ich, Pokalfinale gegen Duisburg. Da hoffen wir, dass wir das Double klar machen.